Die schwarze Winkelhalbierende ist erfolgreich zurückgekehrt. Mhm. Und wir bilden die rote Parallele, Senatorin. Der Handel zwischen der Enklave und der Republik ist erfolgreich. Ja. Ihr wart also erfolgreich und konntet allen Repräsentanten der Gree bei den Reparaturen der Infrastruktur helfen? Ja. Auf diesem Planeten gibt es nichts mehr, das diese Droiden gefährden könnte, Senatorin. Die Enklave hat ihren Teil der Abmachung gehalten, ja. Senatorin. Coruscant hat die violette Gleichseitigkeit erreicht und die Enklave erbittet eine Gegenleistung der Republik. Botschafter-Droide Pataka. In der Republik gibt es noch weitere Welten, die von der Genialität der Gree profitieren würden. Ich schlage ein offizielles Abkommen zwischen der Republik und der Gree-Enklave vor. Was haltet ihr davon? Streben Sie nach einer blauen Parallelen mit der Enklave? Diese Aussicht ist unerwartet, erfreulich und einladend. Wir sollten sofort einen weißen Scheitel einberufen. Ja, mach das. Dann werde ich mich wohl diskret zurückziehen. Das wäre vermutlich das Beste. Ihr hättet sicher nicht viel zu politischen Gesprächen beizutragen. Ich danke euch für eure Mut. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich es mit diesen Droiden aufgegeben. Das wäre ein teurer Fehler gewesen. Ja. Meine Hochachtung, schwarze Winkelhalbierende. Sie waren eine große Bereicherung für diese Zusammenarbeit. Und sie werden angemessen belohnt werden. Das hoffe ich doch. So. Das nehme ich an. Wie sehe ich ihn jetzt aus? Hallo. Na, also. Und gut. Wenn du meinst. Weißt du was? Ich pack den da wieder so hin, dann sehe ich. Ja, mach das. Dann sehe ich immer noch so aus wie vorher. Mit meinem Helm. Auch wenn ich ihn offiziell gar nicht mehr anhabe. Aber nun gut. So, wo gehe ich denn hier? Wo bin ich? Ich komme hier nicht raus. So. Was gibt es jetzt noch zu tun? Festungseinführung. Ja gut, darauf sei mal geschissen. Habe ich noch irgendwas, was nur auf Coruscant gemacht werden kann? Nein, ich bin Coruscant endlich los. Ja. Das ist ja ein Traum. Das muss man ja mal festhalten. So, wo geht's zu meinem Raumschiff? So, ich muss hier noch raus. Dann verlasse ich endlich diesen Planeten, verdammt. Reise nach Taris und Reise nach... Das ist Stufe 24. Und das ist auch Stufe 24. Ich glaube, wir reisen erstmal nach Taris, weil das als erstes gelistet wird. Ich weiß gar nicht, was besser geeignet wäre. Wahrscheinlich tut sich da gar nichts so. Bisher war das, glaube ich, immer so, dass da ein Unterschied war. Aber warum gibt man eigentlich beide Missionen auf einmal? Dann heißt es jetzt auf nach Taris und dann werden wir dort in der nächsten Aufnahme weitermachen. Jetzt bin ich nämlich dafür endgültig zu geschafft, um da auch noch zu zocken. Und da macht hoffentlich Ise mal wieder mit. Dieser Zockfaule. Weil, was willst du machen? Aber nun gut. Dann geht es jetzt auf dorthin. So, wo gehe ich denn gerade hin? Ist dieser Ort nicht unglaublich? Die ganze Bevölkerung von Tatooine würde in eins dieser Häuser. Die ganze Bevölkerung von Tatooine, dann muss die Bevölkerung von Tatooine ziemlich klein sein. Coruscant eignet sich gut, damit man sich unbedeutend fühlt. Irgendwie ist das inspirierend. Ja. Wenigstens ist es hier nicht so heiß.
Für Corso ist es inspirierend, wenn er sich unbedeutend fühlt. Aber das sagt ja viel über ihn aus. Der weiß zumindest gleich, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. Die Festungseinführung ist mir mal scheißegal. Weil das braucht nun wirklich niemand. So. Dann geht es hier lang. Dann geht es darunter, also da hoch, nicht darunter, was rede ich hier schon? Ja, PvP-Kriegsgebiete fällt mir gerade ein, müssten wir auch irgendwann nochmal machen. Das gibt nämlich voll XP und so. Damit habe ich mich schon oft hochgelevelt. Ich muss doch dahin. So, dann hier und dann da. Die Schmugglerphase. Da gehen wir jetzt rein. Du betrittst den Storybereich. Besitzer Frixion. Das ist ja schön. So. Da ist mein Schiff. Da gehe ich jetzt hin. Ach ja, sieht es nicht schön aus. Aber nun gut. Da wollen wir jetzt mal reingehen. Und dann auf nach Daris. So, wir heben ab. Es geht nach oben. Ja, und jetzt, was passiert jetzt? Ja, das Menü. Bei unglaublichen 0 FPS. 0 FPS. Das ist schon eine Leistung. So. Ja, Hallo? Hallo? Spielen? Bläst du mal auf zu Ende? Ich will irgendwann noch auf mein Schiff gelangen. Ah, da bin ich ja endlich. Die Rettungskapsel. Startet Rettungskapsel. Die Rettung... Wofür gibt's eigentlich diese Rettungskapsel? Hat die im Spiel jemals irgendeine Funktion? Habe ich bis heute nicht rausfinden können. So, dann gehe ich einmal hier lang. Ja, ich würde mich jetzt hinlegen, aber das geht leider nicht. Schade. Was ist das da? Intercom. Ach so. Das war total sinnvoll. Dass man das anklicken kann. Also. Ja. Was haben wir denn hier so? Oh Gott, da können wir nur Weltraumschlachten machen. Das will ich aber gar nicht. Also in Taris und Nar Shaddaa. Was kostet weniger? Oh Gott, wir haben immer noch eine Mission auf Ort Mantell. Hier geht's nach Nar Shaddaa. Kostet 300. Und da ist Taris. Kostet 200. Da reisen wir hin. Das ist Stufen
Aber das hier ist für Stufen 16 bis 20. Wir sind Stufe 24. Das ist traurig. Wir sind viel zu hoch für diesen Planeten. Huch. Was denn jetzt los? Ah, Taris. Wusstet ihr, dass ihr so... Ach so, und jetzt gibt's dich auch plötzlich zweimal. Hier gibt es nicht viel. Außer Skeletten, Ruinen und menschenfressenden Kreaturen. Solange es eine Kantina gibt, bin ich zufrieden. Sind eure Impfungen noch aktuell? Ich bezweifle, dass die Wasserlöcher hier mehr als eine... Ich glaube, meine Impfungen sind nicht mehr aktuell. Ich sehe die schon doppelt. Taris war das Coruscant des Outer Rim. Bis so ein Irrer... Bestimmt kein Bug oder sowas. Das ist gewollt. Jetzt ist es ein giftiger Sumpf. Wir sind wegen einer Astrogationskarte hier, die sich in einem Tresor befand, als Taris fiel. Der Tresor ist hier irgendwo in diesen Ruinen. Was wollen wir mit einer verstaubten alten Astrogationskarte? Ich kümmere mich um das Wieso und ihr euch um das Wie. Das ist die Abmachung. Schon vergessen? Ja, unser Tresor ist dazu ausgelegt, nach einer größeren Katastrophe gefunden zu werden. Wir brauchen nur die passenden Sensoren. Ja. Der Haken an der Sache ist, die einzige Person, die ich kenne, die Zugang zu solchen Sensoren hat, hasst mich. Wer hat sonst noch Zugang zu den Sensoren? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Ja. Aber zum Glück müssen wir das nicht. Ich habe unserer Kontaktperson ein unwiderstehliches Angebot gemacht. Aha. Eine Bedingung der Abmachung ist, dass sie mich nicht sehen muss. Ihr müsst euch zum Standort des Tresors begeben, Captain. Beeindruckt sie gehörig. Das ist gut. Ich werde tun, was nötig ist. Ja. Da bin ich mir sicher. Ihr scheint genau ihr Typ Mann zu sein. Oje. Ich sollte euch auch warnen. Skavak weiß von dem Tresor. Ach so. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns einholt. Ganz ruhig. Wir reden doch von mir. Und ich habe volles Vertrauen in euch. Naja. Naja. Fast. Die Astrogationskarte im Tresor ist notwendig, um Nocturians Schatz zu finden, Captain. Der Name eurer Kontaktperson ist Beryl Thorn. Wenn Beryl euch den Standort des Tresors verrät, kehrt zurück zu mir. Oh, ja. Und versucht euch nicht fressen zu lassen. Das werde ich. So, da es bei mir jetzt aber Essen gibt, muss ich eh aufhören. Ich gehe noch auf den Planeten drauf und da höre ich dann auf. So, Schiff verlassen. Da fliegt das Schiff weg. Mit der Schnellreise kann ich von einem aktuellen Aufenthalt zu einem Schnellreisepunkt reisen. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Machst du dann noch Spiel? Damit ich auf den Planeten darf? So. Wieder 0 FPS, das ist schön. Ja, Spiel. Hallo? So. Wie lange dauert das denn noch? Na los. So. Ich bin Agent Soganti von der Republikanischen Zollstelle. Was führt euch auf meinen Planeten, Captain? Was ist eure Aufgabe? Muss ich jetzt Wegezoll zahlen? Kaum zu glauben, dass ein Raumreisender wie ihr nie mit der Republikanischen Zollstelle zu tun hatte. Das bin ich immer umgangen. Die Republikanische Zollstelle überwacht sämtlichen Raumschiffverkehr und unterbindet den Transport illegaler Waren zu und von diesem Planeten. Da muss ich dich leider umbringen. Auf Taris ist viel Schmugglerware zu finden. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, tut ihr gut daran, es sofort zu melden. Gibt es eine Belohnung für Hinweise? Ich bezahle für jeden Hinweis, der zu einer Verhaftung führt. Ehrliche Leute können viel Geld machen. Ich interessiere mich ganz besonders für jeden Neuankömmling auf meinem Planeten, Captain. Ja, gut. Bleibt sauber und wir haben keinen Ärger. Verstanden? Verstanden. Ich bleibe so sauber wie der Schnee auf Alderaan. Das werden wir ja sehen. Ja. Genießt euren Aufenthalt auf Taris.
Hihi. Ja gut, dann an der Stelle sage ich auch Tschüssikowski, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.